Willkommen beim Mann mit der Rückennummer kleiner 1. Sehr schön. Gib alles. Glücklicherweise stund das Tor zum Rathaus offen. Der Hirt war so überaus gewiss, dass seine Hammel sich bis zum letzten die Wolle würden scheren lassen, ohne zu mucksen, dass seine Hunde, gleich wie er den Schlaf des Gerechten schliefen, nachdem sie es trefflich gespeiset hatten. Unser Ansturm hat also, ich gesteh's, gar nichts von einem Heldenstück. Wir brauchten nur, wie man sich so sagt, den Fuchs im Bau zu fangen. Wir wollten ihn säuberlich heraus, nackt und bloß gleich einem abgezogenen Hasen. Er war ein dicker Kerl, der Racker, mit rundem, rosigem Gesicht, Fleischpölsterlein auf der Stirn, über den Augen, mit süßlicher Mien, so weder Gutheit noch Dummheit aufwies. Das merkten wir im Bälde. Vom ersten Augenblick an wusste er ohne Zweifel, was los war. Aber nur wie der Blitz von Furcht und Wut zuckte es in seinen kleinen, grauen Augen auf, die tief unter den wulstigen Lidern lagen. Alsogleich aber hatte er sich wiederum in der Gewalt und fragte uns mit befehlshaberischer Stimme, mit welchem Recht wir in das Haus des Gesetzes wären eingedrungen. Ich antwortete ihm, um dich aus dem Bett zu holen. Er wurde zornig. Solzoi sagte ihm, Meister Racker, es ist nimmer Augenblick zu drohen. Ihr seid hier der Angeklagte. Wir kommen Rechenschaft von euch zu fordern. Verteidigt euch! Er änderte subito den Ton. »Aber meine lieben Mitbürger«, sagte er, »ich kann mir keineswegs erklären, was ihr von mir wollt. Wer beklagt sich? Und worüber? Bin ich nicht bei Gefahr meines Lebens all hier geblieben, dass ich auf euch beschütze? Wenn alle anderen flohen, dann musste ich allein nicht den Räubern und der Pest standhalten. Was wirft man mir vor? Bin ich die Ursache des Elends, das ich zu heilen suche?« Ich sagte, »es heißt, ein schlauer Arzt macht eiternde Schnitte.« »Also tust du, Racquin, du Arzt der Stadt. Du verstärkst den Aufruhr und du nährst die Pest, und danach melkst du deine beiden Tiere. Du bist im Einverständnis mit den Räubern, du legst Feuer an unsere Häuser, die du bewachen sollst, lieferst du aus. Die du bestrafen sollst, führst du an. Aber sage uns, Verräter, treibst du dies, ein Schild soll man dir um den Hals hängen, treibst du dies schändliche Handwerk aus Furcht oder aus Habsucht? Ein Schild sollte man dir um den Hals hängen. Das ist der Mann, der seine Vaterstadt um 30 Silberlinge verkaufte. Für 30 Silberlinge mitnichten. Das wäre gar dumm. Die Preise sind aufgeschlagen seit Judas Zeiten. Oder soll man schreiben, das ist der Schöffe, der die Haut seiner Mitbürger versteigerte, um die seine zu retten. Er fuhr auf und sagte, ich tat, was ich musste, was meines Rechts war. Die Häuser darinnen, die Pest hauste, verbrenne ich, so will's das Gesetz. Und du nimmst dir die Häuser derer für verpestet und zeichnest sie mit einem Kreuz. So nichts von dir wissen wollen, wer seinen Hund ersäufen will. Zweifellos lässt du auch nur, um die Pest zu bekämpfen, die verpesteten Häuser ausplündern. Ich kann es nicht hindern. Und was tut's euch, so der Plünderer, danach, wie die Ratten verrecken, so schlägt man zwei Fliegen auf einmal. Das ist eine gute Aufräumung. Er wird uns noch erzählen, dass er die Pest mit den Räubern und die Räuber mit der Pest vertreibt, und am End bleibt er Sieger über der zerstörten Stadt. Ich hab's nicht schon gesagt, wenn der Kranke tot ist, die Krankheit niedergeschlagen, da bleibt niemand übrig als der Arzt. Nun also, Meister Racker, von heute ab werden wir uns deine Behandlung sparen. Wir werden uns selbst behandeln, und dieweil jede Mühe ihres Lohnes wert ist, so geben wir dir dein Bett auf dem Friedhof, vollendete Gagnon. Es war, als wäre ein Knochen in eine Meute geworfen worden. Heulend stürzten sie sich auf die Beute, und der eine schrie, wir wollen das Kind zu Bett bringen. Das Wild rettete sich zum Glück in den Alkoven und an die Mauer gedrückt betrachtete es verstört die beißlustigen Mäuler. Ich hielt die Hunde zurück. Kuscht euch, lasst mich machen. Sie blieben zurück. Der Elende nackt und rosig wie ein junges Ferkel zitterte vor Furcht und Kälte. Ich hatte Mitleid. Ich sagte zu ihm, vorwärts, zieh deine Hose an. Wir haben deinen Allerwertesten genug bewundert, teurer Freund. Sie lachten sich schier bucklig.
Ich nutzte diese kurze Windstille, um ihnen Vernunft zu predigen. Unterdes kroch der Kerl zähneklappernd mit bösem Blick in seine Haut, denn er fühlte, dass die Gefahr sich verzöge. Als er angezogen war, nunmehr sicher, dass man dieses Tags den Hasen noch nicht verspeisen würde, da wurde er von neuem mutig, beschimpfte uns, nannte uns Rebellen und drohte uns wegen Beleidigung der Obrigkeit verurteilen zu lassen. Ich sagte zu ihm, zur Obrigkeit gehörst du nimmer, ich setze dich ab. Nunmehr richtete er seinen Zorn gegen mich. Der Wunsch nach Rache war mächtiger denn die Klugheit. Er sagte, er kenne mich gar wohl, ich sei es, des Ratschläge den Anführern die schwachen Köpfe verdreht hätten, sagte, dass er auf mich die ganze Schuld an diesem Überfall werfe und dass ich ein Schurke sei. In seiner Wut, die sich überstürzte, lud er mit scharfer, pfeifender Stimme schier eine Karte voll Schimpfworte auf meinen Buckel ab. Gagnon fragte, soll man ihn totschlagen? Ich sagte, es war ein guter Einfall von dir, Racoeur, dass du mich zugrunde richtetest. Du weißt gar wohl, dass ich dich nicht hängen lassen kann ohne Gefahr. Den Verdacht auf mich zu laden, dass ich handle aus Rache für das Niederbrennen meines Hauses. Und doch würde das Halsband aus gedrehtem Hanf deiner Schönheit gar trefflich anstehen. Aber dich damit zu schmücken, überlassen wir anderen. Du verlierst beim Warten nichts. Die Hauptsache bleibt, dass man dich in Gewahrsam hält. Du bist nichts mehr. Wir reißen dir dein schönes Schöffenkleid herunter. Wir werden Steuer und Ruder nunmehr selber führen. Er stotterte, weißt du, was du aufs Spiel setzt, Brignard? Ich antwortete, ich weiß es wohl, meinen Kopf, und ich setze ihn aufs Spiel in dem Verlierer, dem der Verlierer gewinnt. Wenn ich's verliere, gewinnt die Stadt. Man führte ihn ins Gefängnis, er fand dort den Platz noch warm von einer alten Sergeanten, der 3 Tage zuvor ward eingesperrt, weil er einem Beispiel den Gehorsam verweigern tät. Jetzt so, nachdem der Anschlag ausgeführt worden war, sagten die Gerichtsdiener und der Rathauspförtner männiglich, wir hätten recht getan, dass sie allzeit gedacht hätten, Racoeur sei ein Verräter. Wer nicht Handel, hat gut Denken. Bis dahin war unser Plan glatt gegangen, gleich wie eben ein Brett, über das der Hobel gleitet, ohne auf einen Ast zu stoßen. Derhalben wundere ich mich, ich fragte, wo steckten denn wohl die Räuber, als man plötzlich Feuer schrie. Potzdonner, sie plünderten anderswo. Auf der Straße tat uns ein Mann atemlos kund, dass die ganze Bande der Warenlager, die Pierre Poulard in Bethlehem außerhalb des Tores vom Turm Lourdeau aufpacke, zerstöre, verbrenne und sich dann vollsöffe. Ich sagte zu den Gefährten, so sie Tanzmusik brauchen, wollen wir ihnen aufspielen. Wir liefen nach der Mirandola von der Plattform des St. Martin-Turmes, die die niedere Stadt beherrscht, aus der ein Sabbatlärm in der Nacht heraufklang, heulten keuchend und die Sturmglocken. Kameraden, sagte ich, wir werden in den Glutofen hinabsteigen müssen. Das wird uns warm machen. Sind wir bereit? Endlich! Erstlich müssen wir einen Führer haben. Wer soll es sein? Willst du, Solzhoi? Nein, wehrte er sich, dieweil er 3 Schritte rückwärts tat. Davon will ich nichts wissen. Es ist überaus genug, dass ich gezwungen bin, hier um Mitternacht diesem alten Schießgewehr herumzulaufen. Was man verlangt, was Not tut, das will ich tun. Nur nicht anführen. Da sei Gott vor, ich habe niemals nichts zu entscheiden vermocht. Ich frage, wohlan, wer will's? Aber keiner von ihnen rührte sich. Ich kenne es, das Gelichter reden, losmarschieren, das geht noch an. Aber heißt's eine Entscheidung treffen, da ist niemand mehr da. Da ist der Gewohnheit, als kleiner Bürgersmann dem Leben gegenüber Kniffe zu gebrauchen, alleweil zu zögern, das Tuch, das man kaufen will, 50-mal rumzudrehen, zu feilschen und mit dem Zugreifen zu warten, bis die Gelegenheit vorüber oder das Tuch. Nicht mehr vorhanden ist. Die Gelegenheit war da, ich streckte den Arm aus. Wenn niemand sonst will, nun denn, dann will ich es. Sie sagten recht so. Aber eine Beendigung, man muss mir diese Nacht ohne Widerspruch gehorchen, sonst sind wir verloren. Bis zum Morgen bin ich alleiniger Herr. Morgen möget ihr mich richten. Seid ihr einverstanden? Sie sagten einstimmig, wir sind einverstanden. Wir stiegen den Hügel hinab, ich ging voran, zu meiner Linken marschierte Gagnon, rechts hatte ich Bardet, den Ausrufer der Stadt, mit seiner Trommel den Platz angewiesen.
Am Eingang der Vorstadt, auf dem Zollschrankenplatz, begegneten wir einer überaus heiteren Menschenmenge, die in hohen Böswilligkeit familienweise Frauen, Burschen und Mädchen dorthin gingen, allwo geplündert wurde. Oui.